560.000 E-Autos gibt es aktuell in Deutschland. Wachstumsrate stark steigend. Dadurch schießen auch in Schleswig-Holstein Ladepunkte aus dem Boden. Um diese Ladepunkte zu errichten, gibt es jede Menge Vorschriften. Und sie müssen geprüft werden. Dafür stellen wir euch heute ein Prüfgerät vor, das in Zukunft in die Werkzeugtasche des Elektrikers gehört, wie ein Seitenschneider. Ein Mann, der auch schon elektrisch unterwegs ist, ist Benjamin. Er stellt uns heute das EV520 vom BH vor. Moin Benjamin. Moin Achim. Hi. Schön, dass du da bist. Was hast du denn Tolles mitgebracht hier? Ich habe euch den EV520 von Fluke mitgebracht. Ein Prüfadapter für Ladestationen, um dort die Messungen normgerecht durchführen zu können. Wie schließt sich das Messgerät denn an? Das Messgerät, in dem Fall unser Fluke 1664, wird hier an die 4 mm Sicherheitsbuchsen ganz normal angeschlossen, Farbe auf Farbe. Und schon kann man loslegen. Das sieht ja ganz einfach aus. Wir sprachen über normgerechte Prüfung. Worauf kommt es da denn an? Ein Ladepunkt ist vom Prinzip her eine Elektroinstallation. Der Elektriker hat, nachdem er sie errichtet hat, eine Erstinbetriebnahmeprüfung zu machen und eine ganz normale Prüfung nach VDE 0100 Teil 600. Mhm. Und für diese Erstinbetriebnahmeprüfung und eben die anderen Messungen, die ich mache, brauche ich den Adapter. Der simuliert ein Fahrzeug. Und wenn du denn den Prüfadapter hast und das Messgerät, hast du alles, was du brauchst für eine Prüfung? Genau, dann habe ich alles, um loslegen zu können. Es gibt ja auch Ladepunkte mit fest angeschlossenen Kabel. Funktioniert das denn da auch? Ja, der Typ-2-Stecker am Adapter ist so konzipiert, dass ich ihn direkt mit einem Ladekabel auch verbinden kann oder mit der Ladesteckdose. Wir müssen dann einmal autorisieren hier. Jetzt kommt der Poti ins Spiel. Darüber wird das Fahrzeug simuliert und sobald wir beim Status C ankommen, wird die Ladung gestartet, Spannung ist freigeschaltet und wir können mit der Messung beginnen. Sehr gut. Das sieht ja alles sehr robust aus. Funktioniert das denn auch bei verschiedenen Querschnitten von Ladekabeln? Ja klar. Über den zweiten Poti haben wir die Möglichkeit, verschiedene Ladekabelstärken zu simulieren und dann zu prüfen, wie die Ladestation darauf reagiert. Und wie sieht es mit öffentlichen Ladepunkten aus? Müssen die nicht regelmäßig überprüft werden? Ja, öffentliche Ladepunkte müssen regelmäßig gemessen werden. Dort ist die Prüfempfehlung jährlich. Und man kann das EV520 auch zur Fehlersuche nutzen? Ja, das kann genutzt werden. Hier oben sind zwei Buchsen, die das CP-Signal, das Pulsweitensignal überprüfen können. Dort wird einfach ein geeignetes Multimeter oder ein Oszilloskop angeschlossen. Das ist wirklich ein tolles Werkzeug. Das gehört ja wirklich in jede Werkzeugtasche eines Elektrikers. Genau. Das EV520 vom BH ist ab sofort im Bico-Shop erhältlich. Wenn euch Themen wie diese interessieren, freuen wir uns auf Like und Abo von WDTV.